Zwei tolle Laptops, die nicht nur weniger als 600 Euro kosten, sondern auch mit vielen Features daherkommen. Alle Infos erfährst du in diesem Video. Der Microsoft Surface Laptop Go bietet dir ein schlankes Paket mit nur 1,1 Kilo, 12,45 Zoll und einem attraktiven Preis von rund 380 Euro. Durch sein Gewicht eignet er sich perfekt für unterwegs. Aber auch seine Akkulaufzeit hilft hier. Mit rund 10 Stunden bei normalem Gebrauch und rund 5 Stunden bei Spielen wird er den Tag durchhalten. Als CPU bekommst du den Core i5 1035G1. Mittlerweile gibt es durchaus neuere Modelle, aber dafür bietet dir dieser CPU 4 starke Kerne, was fast unschlagbar in seinem Preisbereich ist. Dazu gibt es noch unterschiedliche Speichermöglichkeiten, die du wählen kannst. Wenn du den besten Preis möchtest, liegt die Entscheidung klar bei 64 GB eMMC und 4 GB RAM. Wenn es etwas mehr sein darf, kannst du auch eine 128 GB SSD mit 8 GB RAM wählen. Der Vorteil hiervon ist besseres Multitasking und schnellere Ladezeiten. Dennoch solltest du nur leichte Anwendungen nutzen, wie zum Beispiel Chrome oder YouTube, empfehle ich dir, den Aufpreis zu sparen. Zu den Anschlüssen gibt es nur wenig zu sagen, da hier Microsoft sehr sparsam ist. Es ist ein USB-C, ein USB-A und auch ein Micro-SD-Kartenanschluss vorhanden. Solltest du mehr brauchen, kannst du die Anschlüsse mit einer preiswerten Dockingstation erweitern. Das Asus VivoBook 15 bietet dir einen modernen 15,6 Zoll Full-HD-Bildschirm mit einem starken CPU von AMD. Der AMD R5 5500U bietet dir 6 Kerne, welche sehr performant sind, ohne dabei zu viel Strom zu benötigen. So kannst du beliebte Spiele damit spielen und bekommst trotzdem noch bis zu 6 Stunden. Bei normalen Anwendungen kannst du es sogar über 10 Stunden erreichen. Zusätzlich kannst du dich beim Laden freuen, denn hier kannst du ein ganz normales Typ-C Ladekabel benutzen. Generell sind die Anschlüsse sehr vielseitig. Du bekommst 3x USB 3, einmal HDMI und auch ein Kopfhöreranschluss ist mit dabei. Auch die inneren Werte lassen sich durchaus sehen. Gerade für die rund 600 Euro, die der Laptop kostet. Mit 8 GB RAM und 512 GB SSD kannst du eine Menge an Anwendungen speichern und auch Multitasking ist gut möglich.